ja, das war jetzt mal wieder sehr eintönig, aber gehört inzwischen irgendwie schon zum Space Nicht dazu, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch schon ziemlich viel im Voraus aufgenommen, also im Gegensatz zu Life Your Dream, da bin ich jetzt ja, habe ich insgesamt so ungefähr eine Stunde aufgenommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht eineinhalb. Und ich habe jetzt hier bestimmt schon 3 Stunden Aufnahme von Space Engineers. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich möchte jetzt nur nicht zu vage Vermutungen machen. Weil meistens, wenn ich sage, Alter, ich habe schon richtig viel aufgenommen, dann versuche ich das zu rendern und dann BÄM, Schlag in die Fresse, ich habe gar nichts. Also fast gar nichts. Wie beim Eisen, ich denke immer, ich habe richtig viel und dann BÄM, ich habe gar nichts. Also fast gar nichts. So. Wie viel ist das denn schon? Okay, 5000. Da geht auf jeden Fall noch was. Ungefähr nochmal so viel, mindestens. So. Hier noch. Strom reicht ja immer noch. Also, das Schiff verbraucht ja echt kaum Strom. Oder die Generatoren sind einfach so ziemlich effektiv, eins von beiden. Habe ich jetzt ineffektiv oder effektiv gesagt? Effektiv, oder? Weiß nicht, das kam mir gerade komisch vor. So. Kurz hier, mal gucken. So, die 4 mache ich noch voll. Obwohl, ich mache die 10 voll. Hier noch den Berg ab und dann geht's los. So, ab geht's. Komm. Ab zum Beacon. Ich dachte gerade, das Gelbe da wäre Gold. Ein Goldklotz. Fragt mich nicht, warum. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. So. Und jetzt werde ich ganz vorsichtig mit dem Eisen umgehen, damit auch alles da bleibt. So, wird fest. Ab geht's. Wo ist der denn jetzt gerade? Das Eis nehme ich mal mit und das Uran auch. Und pack's in die Erzekiste. Oder in die Materialienkiste. Wie auch immer man das nennen möchte. Und dann räume ich mal um. Komm ich hin? Perfekt. So, jetzt hier ein bisschen Stein. Das werde ich jetzt immer schon ziehen. Anders kann man dem ja nicht vertrauen. Ich mache jetzt mal Eis. Ach ne, ich lasse das einfach hier. Ich dürfte genug Strom. Okay, ich habe mich gerade gewundert. Ich dürfte genug Strom haben, damit das funktioniert. Hier. Wenn nicht, dann packe ich halt einfach nur ein bisschen Uran in den Reaktor und dann passt das alles. Sah es gerade nur so aus, als hätte er gerade ganz in der Nähe ein Asteroid eingeschlagen. Oder Meteorit oder irgendwas anderes. Stein im Weltall. Kam mir gerade so vor. Naja, ich werde sowieso bald. Was ist bald? Irgendwann. Geschütztürme aufstellen, die dann die Steine im Weltall, die rumfliegen, abschießen. Bevor sie da sind. Dann dürfte das auch keine Gefahr mehr darstellen. Das werde ich dann machen, wenn ich das nach draußen erweitert habe und nicht mehr möchte, damit die mir die Plattform zerreißen. Das wäre nämlich ziemlich schade. So. Hälfte habe ich. Über die Hälfte.
Dann gucke ich mal kurz, wie lange das war noch halt. Oh, er ist voll. Okay. So, dann gucke ich mal hier kurz. Das hält noch. Eine Stunde, okay, dann hau ich da gleich noch was rein. Und was ich jetzt auch mal kurz mache, ist den Gravity Generator an. Damit ich ein bisschen rumlaufen kann. Lädt er gerade? Ja. Jetzt hat es nur noch 40 Minuten. Egal. Ich habe in meiner Erzkiste ganz viel Uran. So, ich packe hier mal 0,5. Das sollte fürs Erste reichen. Um das wieder auf eine Stunde zu hören. So ungefähr. Ja, über eine Stunde, weit über eine Stunde. Ja. Hier wird nur eine Stunde angezeigt, weil ab einer Stunde wird es in Stunden angezeigt, aber es ist über eine Stunde. Vertraut mir. So, jetzt packe ich das Eisen noch rein. Und dann packe ich den Rest hier rein. Und das Eisen ist verschwunden. Okay, man muss mit Eisen ganz vorsichtig sein. Sonst verschwinden das ganz gerne mal. Dann werde ich jetzt gucken, wie viel Eisen ich da unten drin habe. Das nehmen. Und alles mal hier reinpacken, damit ich ein paar Iron Plates gemacht bekomme. Jetzt sehen wir. Der macht hier schon. Hat zwar lange noch nicht den kompletten Bedarf bedeckt, aber fürs Erste schon. So, bis jetzt halt, ne? Besser als nichts. So, kann ich das inzwischen fertig machen? Habe ich wieder was verloren? Nee. Ich könnte jetzt alles dafür ausgeben oder ein bisschen weiter, nicht mehr weiter. Ich muss euch hier vorne ein bisschen erweitern. So, passt hier eins dran? Hätte mich auch gewundert. Gut. So, das soll hier wieder mal so ein bisschen im Stein rein. Das heißt, ich werde es nur unten wegmachen, wo man es nicht sieht oder weniger sieht. Jetzt hat es gepasst. Genau. Da wir dann hier oben noch schon die Grenze hat, wo es dann reingeht. So, dann mache ich hier noch eins. Noch eins. Noch eins. Eins noch. So. Und das mache ich hier jetzt so rundherum. Aber ich muss noch kurz gucken. Ich gehe hier mal weg. Ein bisschen. Mir hat mir die Orgel auf den Kopf gefallen, oder? Okay, so. Heavy Armor kostet. Ach du heilige Kacke, ganz viel Steel Plates. 150 pro Stück. Also das lassen wir fürs Erste. Das machen wir dann, wenn ich rausgefunden habe, wie ich besser andere Schiffe überfallen kann. So. Und Military Transporter werde ich ganz sicher nicht überfallen. Wenn du mal so ein Private Sale Gedöns vorbeifährt, dann werde ich das überfallen und das mitnehmen und dann zerlegen. Daher werde ich dann wahrscheinlich meine meisten Plates bekommen. Obwohl, das Eisen macht auch schon einiges. Wie weit sind wir denn hier? Hier kann ich wieder ein bisschen was rausnehmen. 0,8 Uran mal wieder. Alles rein da. Ich schiebe jetzt Eis nach vorne, weil Uran haben wir jetzt fürs Erste auf jeden Fall mal genug. So. Bitte verschwinde nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Das Spiel will mich verarschen, oder? Na, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen von dem Patch dann gelöst. Dann bleibt sie ihm ganz hinten. Nochmal das Risiko eingehen, damit das verschwindet, werde ich jetzt definitiv nicht. So, ich werde jetzt erstmal hier wieder ein bisschen was machen. So, zack, zack, zack. Und warten. Ich kann ja währenddessen mal gucken.
wie ich das hier machen werde. Ob ich das hier oben lasse oder ob ich das hier durchbohre. Weiß noch nicht. Ich würde sagen, das machen wir dann alles mal in der nächsten Aufnahme. Denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss.